Herzlich willkommen beim täglichen Videostrategieticket des Frankfurter Börsenbriefs heute am Freitag, den 14. Februar 2014. Für heute müssen Sie mal mit Gewinnmitnahmen rechnen. Wir hatten ja jetzt einige sehr feste Tage und ich kann mir vorstellen, dass heute so ein Effekt by the rumor sell the fact einsetzen wird. Heute kamen sehr erfreuliche Daten zum Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt in Deutschland über die Ticker. Ich hatte es ja schon im Update vorgestellt. 0,4% ist über den Erwartungen beim Wachstum zum Vorquartal. Das heißt, der deutschen Wirtschaft ging es im vierten Quartal wieder ein gutes Stück besser. Auch in Frankreich sahen wir Raten über den Erwartungen. Und das nährt die Hoffnung auf ein Ende der konjunkturellen Talfahrt. Im Grunde sind wir da ja aus diesem Tal der Tränen schon eine ganze Weile heraus und wir gehen weiter bergauf, sowohl in Europa wie auch in den USA. Und insofern ist die Stimmung bei den Aktionären positiv. Das bedeutet aber, wie gesagt, für heute, dass ich nach diesen Nachrichten, nach dieser Bestätigung mit einem kleinen Abrutschen der Märkte rechne. Das kann so im Bereich von 100, 150 Punkten liegen. Das ist auch nichts Besorgniserregendes. Das kann in der nächsten Woche schon wieder viel besser aussehen. Also ich denke, das wird so eine Konsolidierung über zwei Tage. Ganz anders, wenn Sie Ihr Geld zwischenparken wollen, sieht es an den asiatischen Märkten aus. Der chinesische Hang Seng China Enterprise, der hat die stärkste Woche seit September hinter sich gelassen, sogar mit sehr hohen Volumina. Das muss man dazu anmerken, das lag 31% über dem 30-Tage-Durchschnitt. Und insofern ist hier durchaus eine Chance, dass wir auch noch drei, vier weitere Tage nach oben gehen. Das Sentiment für China ist ja sehr negativ. Wir hatten ja die Daten zum Einkaufsmanager-Index, wir hatten einige andere negative Daten, die dazu geführt haben, dass man gegenüber den Emerging Markets generell und China im Speziellen zuletzt sehr skeptisch gewesen ist. Die Bewertung ist auf einem, kann man sagen, All-Time-Tief, das heißt sehr günstig bewertet, aber Bewertung ist ja bekanntermaßen kein Timing-Faktor. Aber im Moment gehe ich davon aus, dass wir für die nächsten Tage wegen des negativen Sentiments, weil alle so skeptisch sind, hier nochmal eine Fortsetzung dieser Bewegung sehen. Das heißt, sehr kurzfristig für ein, zwei Tage lohnt es sich sicherlich, aus dem DAX in den Hang Seng China Enterprise überzuwechseln. Auf die mittlere Sicht bin ich nicht ganz so optimistisch, weil hier die Preise eigentlich nach wie vor mir einige Sorgen machen. Die Produzentenpreise sind um 1,4% gefallen in China und die Immobilienpreise setzen auch ihre Talfahrt fort. Das werden wir im nächsten Frankfurter Börsenbrief nochmal ganz kurz thematisieren. Und insofern, bei den fallenden Preisen ist eigentlich ein mittelfristiger bis dauerhafter Preisanstieg an den Börsen, also ein Kursanstieg an den Börsen, ein selten zu beobachtendes Phänomen, sage ich mal ganz vorsichtig. Also ich gehe davon aus, dass wir beim Hang Seng China Enterprise das Tal der Tränen noch nicht durchschritten haben, sondern dass wir hier uns auf weitere mindestens Stagnationen über die nächsten Monate einstellen müssen. Aber wie gesagt, ganz kurzfristig kann es hier eine gute Gegenreaktion geben. Vielen Dank für Ihr Interesse in dieser Woche am Ticker des Frankfurter Börsenbriefs. Ab Montag führt Sie wieder Walter Thyssen kompetent durch die neue Woche und durch das Marktgeschehen. Und bis dahin, bis bald, alles Gute, Ihr Bernhard Klintzing.